sagen, dass die Ausweitung und Verallgemeinerung der Autogesellschaft nicht finanzierbar ist. Und das gilt vor allem deswegen, weil die externen Kosten der Autoindustrie und die externen Kosten des Straßenverkehrs, übrigens ähnlich wie die externen Kosten des Flugverkehrs, nicht in den Preisen für Autofahren oder auch im Flugverkehr beinhaltet sind. Ich habe zum ersten Mal Mitte der 80er Jahre über die externen Kosten des Verkehrs geschrieben, abgeschrieben von Grünen und anderen, die das zum ersten Mal thematisiert haben. Damals war es ja nicht eine Spinnerei oder eine grüne Spinnerei, über externe Kosten des Verkehrs zu schreiben. Heute ist die Wissenschaft über externe Kosten des Verkehrs allgemein gut. Alle Verkehrsministerien, alle Umweltminister wissen die Zahlen so ungefähr. Und es gibt eine Studie von der Union Internationale des Schmalverkehrs, der Internationalen Eisenbahnverband, finanziert wurde, die von zwei liberalen, zum Beispiel sogar mehr liberalen Instituten in Karlsruhe, IBB und Bern, Zürich, Infras erarbeitet wurde über die externen Kosten des Verkehrs, die auch in der Europäischen Union im Großen und Ganzen als autoritativ gilt. Diese Studie über 1000 Seiten, die wurde dreimal schon erweitert, dreimal neu gefasst, also das Jahr 96, das Jahr 2000, das Jahr 2004. Das sagt grob beim letzten Stand, dass in der Europäischen Union ungefähr 670 Milliarden Euro an externen Kosten des Verkehrs im Jahr anfallen, von denen 80% auf den Autoverkehr und nochmal 15-17% auf den Flugverkehr anfallen, der Rest Binnenschifffahrt, 3-4% Binnenschifffahrt, Schiene und so weiter. Praktisch Autoverkehr und Flugverkehr haben 95% dieser externen Kosten des Verkehrs. Damit ist gemeint, Umweltkosten, Gesundheitskosten, Lärmkosten, auch Kosten für Tote und Verletzte, die versucht wurde zu berechnen, wie man solche Berechnungen stehen mag, und Klimaschädigung. Und diese externen Kosten sind nicht in den Preisen für einen Pkw, für einen Liter Sprit oder für Mautgebühren beinhaltet, sind Kosten, die anderswo entstehen oder auf spätere Generationen verlagert werden. Nochmal, vor 20 Jahren, war das Spielerei, nicht die Spielerei. Heute ist absolut anerkannt, dass die Kosten so da sind, das sind ganze Schulen, Professoren, die damit arbeiten, aber die Kosten werden nicht in den Preisen inkorporiert. Im Gegenteil, beispielsweise haben sich die Kosten der Lkw-Fahrten in Europa in den letzten 15 Jahren halbiert. Unter anderem Osterweiterung, billige Lkws, größere Lkws, so Gigaliner, soll jetzt demnächst auch in Deutschland und so weiter, was nochmal eine Senkung der Transportkosten beinhalten würde. Das heißt, wenn wir nur ansatzweise, das ist ja alle Fragen, das ist ausgegangen, wie wir damit umgehen, ja, ansatzweise die Kosten des Flugverkehrs, ansatzweise die Kosten des Autoverkehrs in die Preise eingeziehen würde und parallel alternative Verkehre, die Flugverkehr, der kurzen Wege, Fahrradverkehr, Fußgängerverkehr, Öffentlichverkehr entwickeln würde, der automatisch ein völlig anderer Verkehrssektor entwickelt war. Letzter Aspekt, Mehrheiten. Ich glaube, dass diejenigen, die sagen, für das, was hier vorgetragen wird, uns keine Mehrheiten annähern, nicht durch die Windschutzscheibe haben. Wir haben real, wie ich schon sagte, weltweit eine Situation, in der das Auto keine große Rolle spielt, weltweit gesehen, auf die 6,4 Milliarden Menschen gerechnet, sondern primär spielt es eine große Rolle in Nordamerika, Westeuropa, Australien, Neuseeland und in Japan. Wir haben trotz der gigantischen Motorisierung, die noch vor drei Jahrzehnten unvorstellbar war, wenn vor drei Jahrzehnten, in den 70er Jahren, Willy Brandt-Zeit, jemand gesagt hätte, in Deutschland kommen mal 550 Pkw auf 1000 Einwohner, Kreise und solche Dinge eingerechnet, hat jeder, auch ich, gesagt, das ist nicht vorstellbar, das wird nie der Fall sein. Damit sprach man einfach Autosättigung. Trotz der gigantischen Übermotorisierung, die wir heute haben, haben wir heute Städte wie Berlin, wo die Mehrheit der Haushalte kein Auto hat. Die Mehrheit der Berliner Haushalte hat kein Auto. 42% der Hamburger Haushalte hat kein Auto. Nur je stärker es runtergeht, in Gebiete wie flaches Niedersachsen vielleicht, kommen wir in Werte, wo vielleicht so ein Drittel oder vielleicht auch mal 70% der Haushalte ein Auto haben, in dem Maß, wie mir das Auto angewiesen ist. In Österreich habe ich Zahlen gesehen, wonach je ärmer die Region, desto mehr Autos. Kärnten, ärmste Region von Österreich, hat die höchste Autodichte. Die reichste Region Wien hat die niedrigste Autodichte. Aber nicht, weil die besonders autogeil wäre im Heiderland Kärnten, sondern primär, weil dort mal das Auto angewiesen ist und keine anderen konkret da sind. In Berlin glaube ich jetzt auch nicht. Ich habe in Berlin
im Jahr 95 ein Buch geschrieben und herausgebracht, Berlin, Weltstadt oder Autor? Fragezeichen. Also wir haben so die Vision. Wiedervereinigung könnte bedeuten, dass exemplarisch in Berlin meine Entwicklung machen könnte, das Auto zurückzubringen, die Straßenbahn wieder massenhaft einzuführen, wir sind ja 29 da war und so weiter und so weiter. Und dabei schrieb ich, dass damals im Jahr 95 die Mehrheit der Berliner Autos, der Berliner Haushalte kein Auto haben würde, primär weil die Ostberliner Haushalte weniger Autos hatten als die Westberliner Haushalte. Die schrieb rein, der Index wird sicherlich eine Angleichung stattfinden und die große Mehrheit der Berliner Haushalte würden dann auch ein Auto haben. Feichendeck ist nicht eingetreten. Heute wiederum haben Gesamtberliner Ost und West gleich im Großen und Ganzen, trotzdem die Mehrheit der Berliner Haushalte hat kein Auto. Der Grund ist, glaube ich, nicht eher, dass ökologisch besonders gut drauf wäre. Der Hauptgrund ist der, dass Berlin ein öffentliches Verkehrsmittel angeboten hat, dann wenn die S-Bahn fährt. Was ganz okay ist. Und sie sagt, damit komme ich einigermaßen klar, auch ohne Auto. Wenn ich dann einrechne die Kosten des Autos, einrechne das Problem, Parkplatzsuche und so weiter, dann fahre ich besser im Jahr zweimal ein Auto zu mieten, im Urlaub und so weiter, als jetzt mir selber in die Gang zu halten ist. Das ist das Resultat davon. Nochmal, das ist keine vorbildliche Verkehrspolitik in Berlin, überhaupt nicht. Der Hof wollte sie nachmachen. Keine Verkehrspolitik im Großen und Ganzen. Trotzdem ist selbst da noch die Situation so da, wenn er nur ein bisschen überlegen würde, was er machen könnte in der konsequenten Politik, in der Richtung, die ich dargelegt habe, bin ich absolut sicher, dass wir eine ganz klare Mehrheit der Bevölkerung in großen Städten hinter sich bekommen könnten, mit einer solchen Politik der Zielverkehrs tun können. Ich höre hier mal auf. Dankeschön. Ich sage ein bisschen dem, aber ich als direkte Sachfrage sage, die andere ist Conti. Conti ist eine Studie zum kontinuierlichen Verkehrsrat der Deutschen, die wurde alle 4-5 Jahre gemacht. Hier kommt die Zahl von 1100 Bewegungen pro Jahr als Deutschen. Wichtig ist aber der Einwand, dass sich Strukturen zum Teil verändern, unter anderem durch die prekären Jobs, dass Leute zwei Jobs haben, und eine erhebliche Veränderung kann das nur schön ausmachen, dass es sind Verschiebungen. Aber die Studien, die da gemacht werden, die sind abgeguckt, im Verkehr in Zahlen in der Regel, sind Studien, die jetzt über Jahrzehnte lang gemacht und im Großen und Ganzen eine konstante ergeben. Im Großen und Ganzen.